So, herzlich willkommen zu The Elder Scrolls Oblivion. Möglichkeiten des Beschisses suchen und natürlich auch welche finden. Und zwar gibt es diesen Schrein, der hier. Wenn man da hingeht, dann findet man diese Leute. Die stehen natürlich nicht so kreuz und quer rum, die stehen eigentlich im Kreis um im Kreis hier. Und wenn man die dann ansprechen will, dann steht hier nur, ist bewusstlos. Wenn man ihn anspricht, dann sagt er, die haben es gewagt, ihn erwecken zu wollen. Und deswegen ist der Geist von denen jetzt in Oblivion. Man kann also bei dieser Quest jetzt nach Oblivion reisen und die Seelen von denen befreien. Ja, und das ist halt die Quest hier. Kehren die Seelen in die Körper zurück. Und dann ist okay, die kamen mir also schwarz gekotet vor. Das sind böse Leute. Weiß ich aber nicht genau. Man kann natürlich auch was anderes machen. Man kann die dadurch bestrafen hier. Aber gut, natürlich sage ich das jetzt nur. Das ist natürlich jetzt nicht ganz ernst gemeint. Dann boxt man die ein bisschen weg hier. Zack, zack, zack. Boxweltmeister for the win. Die können da nicht drauf gehen. Die freut das bestimmt, der Lippo, der Idiot, der boxt uns hier weg. Und warum macht er das eigentlich? Deswegen. Nahkampffertigkeit verbessert. Aber ein bisschen brauche ich noch. Das war übrigens gerade nicht der ganze Balken hier, sondern erheblich weniger. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man hier, wenn man das des Öfteren macht hier, da rutscht gar nicht runter. Da will ich aber jetzt wissen, ob der jetzt da runterrutscht. Lippo, Meister des Beschisses. Ah, ich scheint da doch runterzurutschen. Lippo, ich falle! Hilfe! Ja, so zerstört man auch ein Spiel. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn man gleich hier wieder landet, dann ist er wieder hier oben. So.